Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal The New Age Gaming. Gaming heißt, wir sind in FIFA 23 und wir spielen den nächsten Draft. Doch bevor wir den nächsten Draft spielen, denn vor dem Draft ist nach dem Draft. Das heißt, hier seht ihr nochmal das Video vom letzten Draft. Schaut es euch an. Vor allem das Pack Opening, das danach stattfand, war insane. Das werde ich hier auch nochmal verlinken. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und kommentiert, was ihr noch gern an FIFA-Content von mir sehen wollt, was euch weiterhelfen kann. Dann mache ich dazu gerne ein Video. Und noch viel wichtiger, schreibt in die Kommentare, was eure Träume und Wünsche im Leben sind. Denn mein Ziel mit diesem Kanal ist es, mithilfe der Community und externen Partnern eure Lebensträume zu erfüllen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr eure Lebensträume wirklich erlebt, dass es mit euch etwas macht zum Positiven, weil ihr das schon erlebt habt, was ihr unbedingt im Leben erleben wolltet und strahlt diese Energie nach außen und steckt dadurch eventuell andere Menschen an, anstecken im positiven Sinne, die ebenfalls nach ihren Träumen gehen, eventuell sogar über diesen Kanal, ich würde mich freuen, aber dadurch entwickelt sich eine Welle in die Gesellschaft, die in Richtung Positives ausstrahlt. Und das ist mein Ziel. Aber jetzt rein in unser Team, in unseren Draft. Nicht mal viel besser Draft. Wie ihr seht, Mbappé, Rudi Völler, Hugo im Sturm, dahinter Alejandro Gomez. Ich nenne ihn auch den günstigen Messi. Links haben wir den Hugo Lundberg, rechts Saka. Haben wir Alan, Massau hinten, Diego Carlos, Upamecano und Courtois im Tor und Paulinho noch als ZM. Beziehungsweise wechsle ich dann doch Inigo Martinez ein. Los geht's, im Anstoß. Spielen wir erstmal hinten rum in der Dreierkette. Drei Spieler zum Aufbau ist nice. Jungberg steht da extrem hoch. Dann können wir Völler anspielen. Ballrolle, verzögern ein bisschen. Kriegen nochmal den Ball mit Jungberg. Nochmal Völler. In die Mitte zu Gomez. Durchgesteckt auf Völler. Der kriegt den Ball leider nicht mehr kontrolliert. Jetzt schauen wir mal, was defensiv hier abgeht. Müssen wir schon mit unserem Innenverteidiger rausrücken. Upamecano löscht die Situation dann aber. Chipper auf Palinha. Alan. Saka. Und wieder über Palinha in die Mitte gespielt. Mbappé. Da hätten wir fast Völler wieder durchstecken können. Jetzt müssen wir sehen, dass wir es hier verteidigen. Einmal kurz ein bisschen verzögert und dann den Ball holt. Saka direkt auf Mbappé. Oh, über zwei Stationen gespielt, aber leider hat das Timing nicht gepasst. Jetzt kommt er wieder. Wir müssen hier aufpassen. Auf seinen Stürmer, der da hin und her rennt. So, jetzt greifen wir zu. Alan verzögern wir ein bisschen, spielen auf Jungberg. Haben wir Glück, dass wir ihn beibehalten. Jetzt haben wir in der Mitte Platz mit Gomez. Über Mbappé, Schusstäuschung, nochmal außen durch mit R1-Dribbling, abwarten, ihn jetzt durchschicken, Saka, aber leider aus dem Winkel hat es nicht funktioniert. Oh, da kriegen wir den Ball aber direkt wieder mit Saka. Jetzt schicken wir Mbappé durch, spielen wir durch, kommt nicht an, beinahe wäre er noch ein weiter gegangen. So, das finde ich ein bisschen riskant, dass du in der Dreierkette meist mit dem äußeren Innenverteidiger die Stürmer von ihm abdecken muss, sodass die Abwehr immer auseinandergezogen wird. So, er sucht jetzt hier ein bisschen die Lücke und ich habe es mir in dem Moment gedacht, wenn er jetzt nicht mal den Außenrissschuss rauspackt und Son knallt das Ding dann natürlich mit dem L2-Schuss hinein. So liegen wir schon mal zurück. Aber wir haben noch Zeit.
spielen auf Palinia, können wir einen weitermachen auf Saka. Ah, da war kurz die Lücke in, den ich aber zu spät sehe. Jetzt müssen wir eigentlich schon vorher den Außenverteidiger anwählen. Jetzt müssen wir auf den Durchlaufenden achten, jetzt nach innen wechseln, falls der nächste durchläuft. Was eben geschehen ist, haben wir gut verteidigt. Da setzt er den nächsten Außenschuss an. Der geht zum Glück rüber. Somit bauen wir wieder auf über Martinez. Und richtig nice ist, dass du die Flügel da so krass anspielen kannst. Dieser Ball kommt leider nicht ganz durch. Alan Gomez. Verlieren wir leider den Ball. Jetzt müssen wir nämlich wieder mit unserem Außenverteidiger, mit unserem äußeren Innenverteidiger rangehen und können den Ball erobern. Hier Gomez, schaut euch einfach an, wie beweglich Gomez ist. Nicht umsonst der zweite Messi. Den können wir durchspielen, ist kein Abseits. Mbappé. Oh. Das war richtig schlecht gemacht. So, nice. Da sind wir eigentlich mit Palinha. Kriegen Upamecano noch im richtigen Moment angewählt. Können wir über Alan spielen, wieder auf dem Flügel. Jetzt in der Mitte relativ viel frei. Wir spielen den Druck voll auf Gomez. Verzögern ein bisschen. Und da habe ich das komplette Timing verloren. Ja, holen wir den Ball dann, können wir wieder über den Zettel aufbauen. Durch die Mitte, gleich zwei frei. Mbappé. Ah, wollte ich weiterspielen, jetzt kommen wir nochmal mit Völler. Saka, Völler. Und jetzt ist Mbappé durch und den machen wir dann auch. Waren natürlich ein bisschen glücklich am Ende, wie wir da durchgekommen sind, zweimal. Aber wichtiger Ausgleich in der 33. So, jetzt hier mit dem Außenverteidiger sind wir dran. Über den Zettel kann man immer gut auf die Außen, also auf Lungenberg spielen. Und dann ist in der Mitte viel Platz. Den spiele ich leider zu früh. Wir kriegen den Ball aber direkt nochmal. Nochmal Gomez. Können wir wieder auf Mbappé spielen. R1-Dribbling. Hätte ich zurückziehen müssen und nicht nach außen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier verteidigt bekommen. Ja, sehr gut mit Thiago Carlos da abgewartet. Können wir mit Mbappé nochmal verzögern. Jetzt haben wir Gomez. Müssen wir oben mitnehmen. Passt es ein bisschen wackelig. Ein Außenverteidiger. Können wir ihn wieder auf Saka spielen. Hätte ich noch nicht spielen müssen, den Pass. Einwurf auf Mbappé. Können wir uns durchsetzen. Der Pass ist dann nicht so gut. Aber wir können diesen Passweg wieder zulaufen mit Palinha. Schön mit Mbappé verzögert und dann ist Gomez da. Geile Ballrolle. Nice. Und dazu will ich auch kurz was zeigen. Hier nochmal der Einwurf. Weitergezogen auf Mbappé. Hier mit Schieding durchgekommen. Denn der Pass ist grottig natürlich. Hier wichtig, dass ich diesen Pass jetzt nach vorne ablaufe. Wie ihr seht, ich gehe hier in den Passweg rein, kriege den Ball da durch. Können wir dann weiterspielen. Hier wieder verzögert, sodass Gomez durchlaufen kann. Und in diesen Momenten kommt es überraschend, wie auch jetzt, weil du hast eigentlich die Schussposition. Aber es kann halt sein, dass der Innenverteidiger trotzdem noch in den Schussweg reingeht und den blockt, sodass ihr in diesem Spot einfach mal eine Ballrolle nach unten machen könnt. Und zack, habt ihr den dadurch ausgenommen und habt dann viel besseren Schusswinkel. Also Ballrolle kommt auch immer sehr überraschend. Ballrolle an sich als Trick eines schon der unterschätztesten, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, wie der Gegner reagiert. Er packt gleich den Here-to-Ball-Roll zweimal aus. Zweite Mal können wir ihn verteidigen. Können wir über Lungenberg spielen. Wie gesagt, und offensiv finde ich die echt geil, weil du hast außen die Spieler um deine 3-5-2, also die Flügelspieler, hast du, die du anspielen kannst. Und dann hast du noch zwei Mittelfeldspieler.
plus den ZOM, den ihr anspielen könnt. Und dadurch ist es oft so, dass ihr sowohl über die Außen aufbauen könnt oder über den ZM und dann über die Außen aufbauen könnt und in der Mitte dann aber auch, wie gesagt, deine zwei Stürmer und der ZOM meistens auch freistehen, wodurch du da sehr gute Situationen erarbeiten kannst. Deswegen offensiv 3-5-2 kann man durchaus mal spielen. Bloß defensiv komme ich teilweise noch nicht drauf klar, weil du oft mit deinem äußeren Innenverteidiger den Flügel von dem anderen verteidigen musst. Jetzt warten kurz ab, nee. Den Flügel außen verteidigen musst und dadurch deine gesamte Dreierkette nach unten ziehst und oft ist oben dein freier Raum, weil der ZM, der äußere Flügelspieler bei dir, auch nicht unbedingt immer mit nach hinten kommt. Deswegen ist defensiv ein bisschen tricky, aber ich sag mal, wenn ihr aufholen müsst oder sowas, könnt ihr sehr gut die 3-5-2 mal spielen. Weil ihr müsst ja dann eh mehr Risiko gehen, vor allem in der Verteidigung. Aber habt halt offensiv, sag ich mal, mehr Waffen. So, da kommen wir zwischen, auch in diesen Passweg rein. Sind wir wieder bei Gomez, der verliert diesmal den Ball. Ja, da sind wir jetzt zweimal schon an ihm dran, kriegen den Ball leider nicht. Und jetzt stehen wir wieder richtig. So, Alan. Und das meint ihr, ihr habt innen zwei Leute und außen könnt ihr ihn dann durchschicken. Was wir jetzt auch tun. Jungberg kann da durchpacen. Chippen wir nach ganz unten und da ist der Ball. Mbappé macht das Ding. Somit steht es 3-1 für uns. Wie gesagt, Flanken könnt ihr teilweise bringen, wenn ihr Mbappé generell längst die Stürmer vorne habt, weil die haben generell besseren Kopfball. So, das war jetzt zu viel, aber wir kriegen den Ball wieder nicht. Jetzt müssen wir aufpassen auf seinen Stürmer, ob der nicht steil geht. Der geht nicht steil. So, da verspielt er sich. Mbappé, wie gesagt, und jetzt seht ihr, habt wieder drei Spieler vorne. Und jetzt könnt ihr den Außenspieler noch dazu holen, wobei das in diesem Falle so der ZM ist. Und jetzt habt ihr Saka als Außenspieler in die Mitte und in der Mitte habt ihr so eine krasse Überzahl jetzt. Ja, da habe ich mich ein bisschen verdribbelt noch. Mbappé und der ist jetzt im Abseits. Schade eigentlich, aber ihr seht, dass ihr dann plötzlich diese Überzahl habt, was echt crazy ist. So, jetzt mache ich ein paar Änderungen. Da können wir vorspulen. So. Gehen wir hier aggressiv mit unserem Außenverteidiger rauf. Das kannst du natürlich machen, weil du ja drei Innenverteidiger hast. Kann aber auch riskant sein, weil du dann wieder deinen äußeren Innenverteidiger rausziehen musst. Oh, wenn Glück gehabt. Wenn du es halt nicht schaffst, mit dem Außenverteidiger dann den Ball zu gewinnen. So, jetzt können wir oben ihn eigentlich wieder mitnehmen. Habe ich diesmal nicht gemacht. Und da ein Fehlpass ist natürlich nicht so gut. Ja, Glück gehabt, dass wir da halt noch reinkommen in den Ball. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht den Ball verlieren. Können wir nochmal über außen gehen. Völler läuft. Haben wir im zweiten Anlauf leider bekommen. Glücklich bekommen. Aber was ich noch dazu sagen wollte, zu diesem Steilpass jetzt. Dieser war mit L1-3 gespielt. Aber was ich für Erfahrungen später gemacht habe, ist, wenn ihr den mit L1-R1-Dreieck spielt, kommt der viel genauer, präziser und in den Lauf. Wie gesagt, der kommt hier eher so hoch und wird immer langsamer und langsamer. Und der L1-R1-Dreieck kommt mit so einer Art Unterschnitt, teilweise noch ein bisschen angeschnitten, aber mit viel mehr Power und kann dadurch auch, der würde
wahrscheinlich noch 2 Meter weiter gehen und dann könnte Völler eventuell Sprintduell gewinnen. Deswegen L1, R1 Dreieck, Bälle werde ich wahrscheinlich ein Tutorial mit der Zeit noch zu machen. Finde ich nämlich extrem stark und funktioniert viel besser als der normale L1 Dreieckball. So, aber jetzt wieder rein ins Game. Wir sind hier in der Verteidigung mit Saka. Und hier seht ihr auch auf dem Radar, was es halt ist, dadurch, dass ihr die Dreierkette habt und dann den äußeren Spieler, dass der höher steht und oft sehr frei ist, seht ihr unten gerade auch auf dem Radar, dass ihr den eigentlich immer anspielen könnt. Natürlich mit so einem Flankenball ist es teilweise riskant. Boah, was für ein schlechter Pass von Upamecano. Jetzt kann er oben durchstecken, macht den Powershot rein. Somit nur noch 2:3, war natürlich ein Blackout mit Upamecano dieser Ball. Kann es immer über den Setup spielen und dann in die Mitte. Mittelman-Technik über Mittelfeld kommt vielleicht auch noch ein Tutorial, wie du deinen Spielaufbau besser nach vorne tragen kannst. Der ist jetzt nicht angekommen, weil der Pass auch dementsprechend schlecht war. So, jetzt haben wir Inigo Martinez gegen Son. Spielt nochmal nach außen, jetzt kann er nach innen legen. Macht er gut. Aber Mbappé war das sogar, ne? Der da ist und blockt. Oh nein, oh nein. Oh, zum Glück. Ne? Ihr kennt es jeder. Da den Ball zu verlieren. Naja, jedenfalls kommt die Ecke rein. Oh, what the hell? Schon wieder so eine Sache. Aber Courtois hält ihn zum Glück. Jetzt spielen wir ihn auf Saka. Wie gesagt, über ZM kannst du wieder über Außen spielen. Und dann fehlt dir leider irgendwie jetzt ZM. Aber Saka, Junge, Saka ist auch extrem beweglich, vor allem im R1-Dribbling. Auch wenn ich jetzt ins Aus damit laufe. Müssen wir hier mitgehen, dann aggressiv rauf und dann haben wir den Ball. Ja, können wir Jungberg mitnehmen. Oh, der nach hinten war mau. Das macht er gut. Oh, sehr gute Bewegung. Und knallt den uns auch wieder. Aber hier können wir ruhig mal den Gegner loben. Und zwar, hier, macht es gut, täuscht nach innen an, R1 Dribbling, zack, wieder nach außen und dann knallt er ihn rein. Sehr gute Variante mit dem R1 Dribbling und somit steht es jetzt leider 3:3 nach 3:1 in der 87. Wir verlieren schon wieder den Ball, nach offensiv läuft es jetzt nicht mehr so. Oh, und dieser Pass ist auch wieder extrem bitter. Der kriegt ihn nochmal. Ist gefährlich. Da sind wir diesmal da. Können jetzt eventuell umschalten über Mbappé. Diesen Ball auf Gomez, wie sein L1 Ernst. Und der würde ihn genau in den Lauf spielen, sodass nur er rankommt. L1 R1 Dreieck, meinte ich. Und somit sind wir dann in der Verlängerung? Ich wechsle nochmal munter durch. Verlängerung beginnt. Jetzt mit Carrillo auf den Außen. Gut verzögert. Hätten wir ein bisschen Shielding machen müssen. Carrillo holt sich diesen Ball noch gut. Da haben wir jetzt extrem viel Platz mit Mbappé. Müssen wir gucken. Schöne Ballrolle. Dann nehmen wir ihn oben mit. Nochmal auf Mbappé. Und schießen aber leider nicht. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Diese Szene. Erstens hier, wie Carrillo da den Ball erobert. Und jetzt haben wir, wie ich sagte, oben extrem viel Platz. Hier ein bisschen verzögern. Auch hier die Ballrolle, diesmal nach unten gemacht, kam extrem gut. Oben mitgenommen, wieder nach unten gespielt, R1 nach hinten. Dann hat die Ausrichtung nicht ganz gepasst.
Haben wir trotzdem gute Szene. Kurze Ecke machen wir schludrig. Er kann kommen. Gehen wir ein bisschen aggressiver rauf. Jetzt müssen wir unten eigentlich mitlaufen. Haben wir nicht gemacht. Zum Glück sieht er es nicht, weil er wäre durch gewesen. Jetzt müssen wir wieder mitlaufen. Wie gesagt, mitgelaufen. Und schon haben wir den Ball. Jetzt wieder außen frei, können wir so einen Zettel mitnehmen, den schicken wir sogar durch jetzt. Und in dem Fall hätte es fast wieder funktioniert. Ihr müsst jetzt darauf achten, wir chippen ihn auf den Zettel, spielen ihn nach unten. Jetzt machen wir mit Carrillo, haben wir gerade oben unseren Zettel schon geschickt, das heißt, der sprintet nach vorne, somit habt ihr drei Leute wieder vorne und vor allem den ZM wird er erstmal nicht bemerken. Nehme ich jetzt über den Mittelmann, nenne ich das. Nee, also sozusagen nicht direkt auf den durchsprintenden spielen, sondern auf den Mittelmann. Und dann könnt ihr ein bisschen verzögern und dann wäre er durch gewesen, aber leider habe ich das Timing dafür verpasst, beziehungsweise mich auch nicht richtig bewegt. Der Powershot wird diesmal gehalten, zum Glück. Er jetzt mit der Ecke. Können wir zum Glück klären. Wähle ich erst den falschen aus, aber habe dann zum Glück für diese Situation doch den richtigen am Ende. Diesen Pass muss ich nach unten, wenn dann spielen. So, jetzt ist es eklig, wenn er ihn unten gesehen hat, ist er komplett durch. Da hatten wir Glück. So, jetzt Felipe Anderson wieder ein bisschen verzögern, damit die Spieler mitkommen können. Aber dann laufe ich zu viel. Auch hier wieder rein in den Laufweg gegangen. So mit dem Ball geholt. Mbappé wieder ein bisschen verzögert. Jetzt können wir außen Rodrigo mitnehmen. Der ist nice. Können wir nach innen spielen. Noch einmal zurück. Und Völler wird geblockt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und somit geht es dann in die zweite Hälfte der Verlängerung. Immer noch 3 zu 3. Genau, hier wieder ein bisschen die Mitte verteidigen mit dem Spieler. Von der Distanz wird kein Außenriss-Schuss funktionieren. So, Einwurf spielt da zu uns, aber wir können ihn leider nicht halten. Da sind wir wieder. Und wieder ist der Gegner der Nutznießer aus der Situation. Diese Situation sind eklig, vor allem mit dem Außenriss-Schuss. So, gut, war mit dem Abwurf auf Carrillo. Können wir wieder über den ZM spielen. Oben dann den Flügelspieler geschickt. Wieder über den Mittelmann. Wieder über die Außen. Verzögert jetzt in der Mitte. Ist komplett frei im Mbappé. Ah, da hätte ich noch einen Move machen müssen. Da hätte ich noch einen Move machen müssen. Weil der Schlenzer war geblockt. Jetzt hinten mitlaufen. Zum Glück kommt der Pass ungenau, weil da stand ich eigentlich nicht richtig für diesen Ball. Jetzt wieder, da hätte ich auch wieder außen mitnehmen müssen. Nicht direkt steil spielen. Das war extrem riskant, kann aber belohnt werden. Wieder mit dem Außenschuss. Haben wir uns jetzt bei Courtois zu bedanken, dass nicht einer davon reingeht. Gehen wir erstmal über die Außen jetzt, um ein bisschen Platz zu gewinnen. Dann ist er hinten frei. Können wir nochmal ganz oben spielen. Muss ich auch L1, R1X spielen. Jetzt kommt er nochmal über die Mitte. Letzte Situation.
Wir müssen es noch verteidigen. Er macht den Schuss zum Glück, weil in der Mitte habe ich den Laufweg nicht verteidigt. Somit geht es ins Elfmeterschießen. Er fängt an mit Lewandowski und knallt den aber sowas von den Winkel. Respekt, Junge. Dann sind wir dran mit Völler. Schießen den links unten. Auch der ist drin. Dann ist er Robbie Keane am Start. Und wir halten ihn. Wir halten ihn. Let's do it. Jetzt mit Mbappé. Sehr stark aufgeladen. Oh. Aber er hält auch diesen Ball. Er wiederum schießt jetzt in die Mitte. Jetzt sind wir dran mit Rodrigo. Schießen wir wieder nach links. Ja. Da beginnen die Mind Games. Er hält wieder. Und er macht ihn rein mit Son. Und wenn wir den verschießen, ist vorbei. Und wir laufen an. Wollten ihn sicher in die Mitte machen. Er hat damit gerechnet. Und somit verlieren wir direkt im ersten Game. Aber das sind die Rewards. Premium Silberspieler Pack interessiert keinen und zwei Gold Packs. Und wir gehen natürlich ins Premium Silberspieler Set rein. Aber da kannst du nichts erwarten. Deswegen drücken wir direkt weg. Einfach alle auf die Transferliste. Ich habe noch kurz gecheckt, ob die vielleicht was wert sind, aber nicht der Fall. Und jetzt geht es in das erste Goldpack hinein. Ein seltener Spieler, also eine seltene Karte. In dem Fall ist es eine Non-Rare-Karte, die wir ziehen, weil ja auch Verbrauchsobjekte drin sind und davon ist sehr wahrscheinlich dann eins selten. Richtig. Und ja, dann gehen wir ins letzte Pack hinein. Vielleicht haben wir ja Pack Luck. Immerhin, nein, wieder kein Rare-Spieler. Kastanje als Rechtsverteidiger und ja, das war dann nicht so erfolgreiches Pack-Opening, aber wir können uns ja durch das letzte Pack-Opening nicht sonderlich beschweren. Und letztlich haben wir auch keinen Sieg im Draft geholt. Also geht es natürlich auch klar. Jo, und damit sind wir auch mit dieser Folge jetzt am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr an FIFA-Content noch sehen wollt. Und schreibt vor allem, was eure Lebensträume und Wünsche sind. Denn darum geht es hier. Und zum Abschluss sage ich mal wieder, Welcome to the new age. Ciao.